Die kläglich gescheiterte Bundesregierung hat sich heute mit den Grünen über das Schulautonomiepaket geeinigt. Herausgekommen ist ein Minimalkonsens. Von einer echten Bildungsreform kann keine Rede sein. Denn die Frage nach dem Umgang mit den schulischen Herausforderungen durch die Massenzuwanderung wird hier gänzlich ausgeklammert. Und das, obwohl etwa 17% der Jugendlichen in Österreich nach 8 Jahren Schule Probleme beim Lesen einfacher Texte haben. Besonders betroffen sind Schüler mit Migrationshintergrund. FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer brachte daher in der heutigen Sondersitzung des Nationalrates folgenden Antrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Bildung werden aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zu setzen, sodass Schüler mit mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache in eigenen Klassen so lange unterrichtet werden, bis sie über ausreichende Kenntnisse der Unterrichtssprache Deutsch verfügen. An den beinahe utopisch anmutenden Inhalten der nunmehrigen Bildungsreform scheinen offensichtlich auch die Verantwortlichen der ÖVP Gefallen gefunden zu haben. Denn die ÖVP fällt auch bei dieser Reform im Liegen um und verabschiedet sich ganz offensichtlich von all ihren Prinzipien, vor allem wenn es um das linke Modell der Gesamtschule geht. Sebastian Kurz zeigt hier als Basti Fantasti, dass er offensichtlich alles darf. Meine lieben Kollegen von der ÖVP, Sie werden hier wahrscheinlich mit Kopfweh aufwachen, wenn es nämlich zum Beispiel um die Gesamtschule geht. Aber es wird so sein oder es kann so sein, dass bis zu 50.000 Schüler oder 45.000 Schüler in Österreich zu Versuchskaninchen für diese Gesamtschulmodellregion werden. Und diese 45.000 Schüler im Grunde genommen ein meines Erachtens oder unseres Erachtens international gescheitertes Schulmodell ausprobieren müssen. Bleibt zu hoffen, dass die FPÖ nach der Wahl im Herbst gestärkt hervorgeht, um die Fehler der vergangenen Jahre wieder reparieren zu können.